Frau Präsidentin, vielen herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Frau Kollegin Fograscher, da waren wir wieder bei den Jägern und Sammlern am Ende des Tages. Man hat schon das Gefühl, wenn man zum Thema Waffenrecht und zum verantwortungsvollen Umgang, was mit Waffen sagt, dass man sich fast fühlt in diesem Land wie Charlton Heston, dem man noch beim Sterben die Waffe aus der Hand reißen muss. Liebe Grüne, es wird Ihnen nicht gelingen, dieses Land, vor allem die Sportschützen, vor allem die Jäger, vor allem die Menschen, die verantwortungsvoll mit Waffen umgehen, zu Militaristen zu machen. Das wird nicht klappen, auch wenn Sie es immer wieder versuchen. Sinnvollerweise hat Kollegin Milhardt-Schirm zu ihrem eigenen Antrag nichts gesagt, sondern ganz grundsätzlich sich geäußert. Ich glaube, das ist auch ganz gut dazu. Ich will aber trotzdem einen Punkt aufgreifen. Da bin ich dem Kollegen Oswin Veit und auch der Frau Vogelscher dankbar. Ihr habt es angesprochen, das Thema, also Mehrfachschützen, die Frage, ein Mehrfachschuss bei einer Waffe, was ist da wirklich zugrunde gelegt, wirklich gefährlich? Da muss man extrem aufpassen. Euer Antrag ist da so missverständlich formuliert, dass man ehrlich sagen muss, naja, die Freude über die historischen Biathlon-Siege, die wir hatten, wären an dieser Stelle tatsächlich nicht mehr möglich gewesen. Mit was sollten die trainieren? Mit Steinschleudern oder was am Ende? Also letztendlich muss man dann zumindest auch mal aufpassen, wie man diese Fragen formuliert, wenn man versucht, den Eindruck zu erwecken, das Problem in diesem Land seien tatsächlich alle Waffen. Das ist erkennbar falsch. Es ist eindeutig nach allen Statistiken, nach allem, was uns an Zahlen zugänglich ist, das Problem in diesem Land sind die illegalen Waffen und nicht die legalen Waffen, weil sie sich in Händen von Menschen befinden, die wissen, wie man damit umgeht, die nicht nur tatsächlich sich klar über die Frage sind, welche Eignung sie haben müssen, sondern die auch wissen, wie man damit einigermaßen verantwortungsvoll umgeht. Das ist etwas, worauf man sich tatsächlich verlassen kann. Der schmale Grat zwischen der Freiheit des Menschen, auch im Rahmen seiner Tätigkeit, seiner Freizeit oder seines Berufes, mit einer Waffe umgehen zu können, setzt voraus, dass sich die Politik dieser Grenze wirklich wahrlich bewusst ist. Deshalb das Einbringen dieses Gesetzesvorschlages, bei dem ich nur sagen kann, wer es ernst meint mit einem sinnvollen, verantwortungsvollen Umgang mit Waffen, der sollte diesem Gesetzentwurf tatsächlich zustimmen. Die Frage der Amnestie ist sinnvoll, weil wir eben keine illegal besessenen Waffen haben wollen. Da müssen die Menschen klar sein darüber, wir geben diese Waffen ab, dann ist es auch wieder in Ordnung. Die Frage der Aufbewahrung. Natürlich ist es klar, wer sich heute einen Waffenschrank anschafft, dass der zeitgemäß sein soll. Das muss aber nicht heißen, und da sollte man noch einmal drüber reden, über die Frage, wer jetzt schon gemeinsam einen Waffenschrank benutzt, wer jetzt schon tatsächlich dort legal Waffen aufbewahrt, dass der am Ende des Tages dann, wenn dort jemand, der mitnutzt, wirklich nicht mehr da sein sollte, sich nicht noch einen neuen anschaffen muss. Aber im Ergebnis heißt doch nicht, dass man das über 5 Generationen vererbt. Also da bitte ich mal tatsächlich erstens die Kirche im Dorf, zweitens die Waffe im Schrank zu lassen, denn an der Stelle ist vollkommen klar, dass das meines Erachtens auch zu einem wirklich verantwortungsvollen Umgang gehört. Und ich kann nur sagen, da wir wissen, dass das Problem in diesem Land die illegale Waffe ist, die Bezugswege, und dass vor allem das Thema Darknet ein ganz wesentliches ist, was wir vor allem im Innenausschuss in jeder zweiten Sitzung durchkauen. Und da muss ich schon mal die Frage stellen, bei all unseren Initiativen an dieser Stelle, was die Frage den Umgang mit diesen Daten betrifft, wie kommen wir an die Ursprünge heran? Wie ertüchtigen wir unsere Behörden, gerade in dieser Frage nachzuvollziehen? Bei allen unseren Anliegen, da sind die Grünen dagegen. Also treten Sie uns dem Kampf bei, wenn es um die Frage geht, Überwachung und Ertüchtigung, vor allem unserer Behörden beim Kampf im Darknet gegen dort tatsächlich getätigte illegale Waffendeals. Da können wir beieinander sein. Aber da müsst ihr wahrscheinlich noch über euren Schatten springen. Und im Ergebnis bleibt es auch dabei, ich kann nur sagen, wenn wir der Auffassung sind, dass wir es ernst meinen, dass wir nicht versuchen, die Menschen in eine illegale Ecke zu stellen, weil jeder anscheinend nur dann ein guter Bürger ist, wenn er ein schlechtes Gewissen hat, wenn er eine Waffe in die Hand nimmt. Ich bin froh um Menschen,
die wissen, wie man damit verantwortungsvoll umgeht. Und ich bin froh, Mensch, und ich habe mich davon auch bei meiner Kommune, bei anderen Kommunen überzeugt. Die Behörden wissen, wie man mit diesem Thema umgeht. Sie wissen genau, sie kennen ihr Klientel, sie wissen, was sie nachvollziehen müssen, wo sie nachfragen müssen, sie wissen, wie sie das umsetzen müssen. Und deshalb kann ich nur sagen, wer es ernst meint mit der Frage, bleiben wir bei dem verantwortungsvollen Umgang mit legalen Waffen, der kann es tatsächlich nur mit der Union schaffen, der sollte dem Gesetzentwurf auch tatsächlich zustimmen. Und wer tatsächlich darüber hinausgeht, der verdächtigt Menschen, die es an meiner Stelle oder nach meiner Auffassung nicht verdient haben. Und man sollte aber wirklich tunlichst uns in die Kraft versetzen, uns die Möglichkeit geben, dort, wo illegale Waffen wirklich zu beschaffen sind, nämlich im Netz, nämlich im Darknet, gibt uns die Mittel in die Hand, dass wir an der Stelle auch einigermaßen wirklich zupacken können und tatkräftig unterstützen können. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Kollege.